Hallo und herzlich willkommen zu dieser Rekonstruktion der Steckbriefaufgabe oder Syntheseaufgabe. F von x gleich ax² plus bx plus c hat ein Extremum im Wendepunkt von h von x gleich x hoch 3 minus 3x minus 2 und eine Nullstelle bei x gleich 2. Wie lautet f von x? An dieser Stelle würde ich jetzt immer erstmal sagen, okay, wir haben hier eine hoch 3 Funktion, die sieht meinetwegen so aus. An dieser Stelle hat die vielleicht ihren Wendepunkt. Und dann haben wir hier eine quadratische Funktion, die soll jetzt da ihr Maximum haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd gezeichnet jetzt. Wir machen mal nochmal eine neue Skizze, die vielleicht ein bisschen besser ist. Nehmen wir mal hier so. Ja, hier ist der Wendepunkt. Da soll das Maximum sein. Das heißt, hier müssen wir irgendwie so eine quadratische Funktion anlegen und dann soll die hier bei x gleich 2 eine Nullstelle haben. Jetzt müssen wir daraus ja mal Bedingungen schnitzen. Ja. Gut. Oder vielleicht auch ein Weg einfach in diesem Fall. Das einfachste ist wahrscheinlich die Nullstelle. Die haben wir auch in mehreren Bedingungen schon bei oberprima.com bei den Videos dabei. Nullstelle heißt ja, wir haben einen Punkt P mit dem x-Wert 2 und Nullstelle heißt, dass der y-Wert 0 ist. Das bedeutet auch, dass f von 2 gleich 0 sein muss. Und daraus folgt, 0 ist gleich a mal 2 Quadrat plus b mal 2 plus c. Können wir noch zusammenrechnen oder nicht? Ist auch wurscht. Jedenfalls haben wir diese Bedingung hier dann schon mal abgehakt. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Extrempunkt. Ein Extrempunkt heißt ja immer, f' von x soll gleich 0 sein. Und der x-Wert berechnet sich daraus, wo der Wendepunkt von dieser Funktion h von x ist. Ah, Mensch, h von x. Ja, wir haben ja eine komplette h von x-Funktion. Wie kriegen wir denn den Wendepunkt davon hin? Jetzt brauchen wir hier diese Zeichnung schon nicht mehr. Ich schmiere mal ein bisschen mit der Tinte hier rum. Wenn wir h von x gleich x hoch 3 minus 3x minus 2 haben und wir sollen einen Wendepunkt davon bestimmen. Na, dieser Wendepunkt, ja, ein x-Wert und ein y-Wert. Und diesen x-Wert sollen wir dann hier einsetzen. Und dann kriegen wir hinterher raus, was wir rauszukriegen haben. Wollen wir mal hoffen. oder jedenfalls gehen wir erstmal davon aus, sagen wir es mal so. Denn wir haben dann einerseits haben wir diese Qualität und andererseits können wir dann auch noch vom Wendepunkt sagen, dass f von sowieso gleich sowieso sein soll. Und hier kommt dann der x-Wert des Wendepunktes hin und hier kommt dann nachher der y-Wert des Wendepunktes hin. Das ist ein bisschen tricky, aber du kannst dir das dann hinterher auch nochmal in der Gesamtschau angucken. Hiervon wollen wir jetzt einen Wendepunkt bestimmen. Die notwendige Bedingung ist f' von x ist gleich 0. Und f' von x soll ungleich 0 sein. Aber das ist bei einer Hoch-3-Funktion ja eigentlich immer so. Gut, also h' von x, in diesem Fall habe ich natürlich f' geschrieben, da darf man auch gerne h von x hinschreiben. Das sind allgemeine Bedingungen, wenn ich da f von x schreibe, meine ich natürlich auch nicht dieses f von x, sondern eine allgemeine Funktion. Aber in diesem Fall ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man da dann h auch wirklich hinschreibt. h' von x ist 3x² minus 3. Ansonsten da auch nochmal die Basisableitungsregeln-Videos bei oberprima.com anschauen, wenn das Schwierigkeit macht. h' von x ist gleich 6x und h' von x ist gleich 6. Das heißt, diese Bedingung hier ist immer erfüllt. Denn 6 ist immer ungleich 0 und deswegen haben wir hier grundsätzlich mal einen Wendepunkt drin. So, wann wird denn h' von x gleich 6x, wann wird das 0? 0 ist gleich 6x, wir teilen das Ganze durch 6 und steht da x gleich 0. Homes. Das bedeutet, wir wissen hier schon mal, f' von 0 muss gleich 0 sein. Das Ding hier. Hier wissen wir auch schon, f von 0 ist gleich, aber wir wissen noch nicht, was h von... f von 0 soll ja auch h von 0 sein. Könnte man jetzt auch sagen, ne? Weil die sollen ja an der Stelle, haben wir gerade eben gesehen gehabt, hier, wenn das so war, zack, dann hatten wir hier diesen, ne, an dem Punkt ist f von dem x-Wert hier, nun ist das natürlich nicht 0, damit man das hier besser sehen kann, ist der gleiche wie h von x. Ne? H von 0 ist gleich f von 0, beziehungsweise wenn die da an der gleichen Stelle hat, ein Extremum im Wendepunkt, das heißt, das Extremum liegt an der gleichen Stelle wie der Wendepunkt, jeweils von der Funktion da wieder oben beschrieben. Also dieses x gleich 0 müssen wir jetzt mal hier einsetzen, dann steht da h von 0 ist gleich 0 hoch 3 minus 3 mal 0 minus 2 ist gleich minus 2. Also können wir hier auch minus 2 hinschreiben. Dann haben wir unsere Bedingung. Ja? F von 2 gleich 0, f' von 0 gleich 0 und f von 0 gleich minus 2. Und damit können wir dann tatsächlich unser Gleichungssystem aufbohren, sozusagen.
Hier haben wir schon die erste Gleichung. Hier müssen wir noch f' von x bestimmen. f' von x ist gleich 2 mal ax plus b. So, dann bedeutet das hier f von 0, bedeutet, ich setze hier eine 0 ein und hier soll auch eine 0 rauskommen. Also 0 ist gleich 2 mal a mal 0 plus b. 2 mal a mal 0 ist natürlich, fällt weg, also ist 0 gleich b. Das kann ich natürlich auch gleich schon hier einsetzen, aber das werde ich auch hier noch einsetzen können. Also, hieraus folgt ja, minus 2 ist gleich f von 0, also ich muss hier und da eine 0 einsetzen. A mal 0 Quadrat plus B mal 0 plus C. A mal 0, B mal 0 ist Quatsch. Minus 2 ist gleich C. Und wenn wir das hier dann auch noch nehmen und hier einsetzen, dann steht da plötzlich 0 ist gleich A mal 2 hoch 2 ist 4A plus B mal 2, B ist ja 0, fällt also weg, plus C ist minus 2. Und jetzt können wir hieraus A berechnen, indem wir zum Beispiel plus 2 rechnen, dann steht da 2 gleich 4a, dann teilen wir das Ganze durch 4, dann ist A gleich 1/2 und dann lautet f von x gleich 1/2 x² minus 2. Kann man nochmal abchecken, was passiert, wenn ich die 2 hier einsetze. 2 Quadrat ist 4 mal 1/2 ist 2, minus 2 ist 0, ist also richtig. Die Ableitung davon, f' von x ist gleich 1/2 mal 2 ist 1, also x. Wenn ich für x 0 einsetze, kommt auch tatsächlich 0 raus, also stimmt. Und wenn ich hier für x 0 einsetze, kommt minus 2 raus, stimmt auch die zweite Bedingung. Und wir können das auch gerne nochmal zeichnen lassen oder selber zeichnen. Es kommt tatsächlich raus, dass diese Funktion hier ein Extremum hat, dort wo diese Funktion einen Wendepunkt hat. Und zusätzlich hat das Teil auch noch eine Nullstelle bei x gleich 2. Ich hoffe, das war informativ, hilfreich, nicht zu schnell und zu durcheinander. Ansonsten kannst du es dir nochmal angucken und ich stehe auch gerne für eine Nachfrage zu diesem Video per Kommentar bereit. Da freue ich mich schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch. Jetzt nochmal das Schild im Bild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.